Der Mörder von Gerda K. ist offenbar gefasst. Die Sonderkommission hat heute Morgen einen jugendlichen syrischen Staatsbürger festgenommen. Der Haftbefehl gilt wegen Mordes. Der junge Syrer war zur Tatzeit 17 Jahre alt. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft. Die Polizei sagt, er hat sich zur Tat geäußert, aber noch nicht gestanden. Das Verfahren läuft weiter. Die Sonderkommission wird in den nächsten Tagen ihre Ermittlungen täterorientiert fortsetzen. Das hat den Hintergrund, dass wir uns heute erst aufgetan haben, aus ermittlungstaktischen Gründen, vorher natürlich in seinem gesamten Umfeld nicht so intensiv ermitteln konnten, um ganz einfach keine Fluchtanreize zu schaffen. Und damit werden wir nach eigenen Erfahrungen in der nächsten Zeit gut zu tun haben, denn wir haben noch viele Fragen zur Tat und zum Motiv. Die 82-jährige Gerda K. wurde Anfang Dezember tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Bekannt war, dass sie kurz vor der Tat Besorgungen in der Stadt erledigt hat. Die Sonderkommission führte deswegen mehrere Befragungen durch. So konnten die Ermittler ihren Weg durch die Stadt nachvollziehen. Klar ist, der Täter hat ihr nicht beim Einkaufen aufgelauert, die beiden kannten sich. Der jugendliche Syrer kam 2015 nach Cottbus. Die Polizei kann leider keine weiteren Angaben machen. Das gebieten nicht nur ermittlungstaktische Gründe. Von entscheidendem Gewicht ist vielmehr, dass Jugendliche durch das Jugendgerichtsgesetz besonders geschützt werden, wie der grundsätzliche Ausschluss der Öffentlichkeit bei gegen dieselben wegen Straftaten geführten Verfahren veranschaulicht. Paragraph 48 des Jugendgerichtsgesetzes sieht das ausdrücklich vor. Und im Übrigen ist auch das Ermittlungsverfahren, in dem wir uns noch befinden, nicht öffentlich. Die Ermittlungen gehen also weiter. Tathergang und Motiv müssen geklärt werden. Bis dahin ist alles andere Spekulation.